Leute, ich bin's wieder, euer Charlie. Heute mal zum ersten Pilzefilm. Wir wollen mal gucken, ob es solche gibt. Wir haben ja einen fürchterlich trockenen Sommer gehabt. Und der Boden, ich glaube, der ist auch noch nicht so feucht, wie er an für sich sein sollte. Ich habe das Körbchen mal bei, trüffelig schon vorgelaufen. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir was finden. Drücken uns mal die Daumen. Triff, triff. Ja, in letzter Zeit hat es ein bisschen gefeuchtelt. Ob uns das viel gebracht hat, weiß ich immer noch nicht. Schauen wir ganz einfach mal. Ja, meine Followers wissen, wo ich hier bin, denn diesen Weg hier bin ich schon oft mit meiner Kamera gelaufen. Normalerweise habe ich immer gut gefunden. Da ist Trüffel. Ja, normalerweise an solchen Ufern hier wachsen Pilze, aber ich sehe nicht einen einzigen. Ja, hier standen im letzten Jahr Massen an Maronen. Aber du siehst hier nichts, nicht einen Pilz, nichts, der Boden ist kahl. Ja, ein richtiges Trauerspiel hier. Ich sehe auch keine Hirschhörnchen auf den Stunken wachsen. Das immer ein Indiz für Pilz gewesen wäre. Na komm, Trüffel. Dann gehen wir mal in einen Tannenwald, wo sonst mehr Pfifferlinge wuchsen. Pfifferlinge können die Trockenheit meist etwas besser vertragen als alle anderen Lamellenpilze. Ja, sind halt Leistlinge. Gucken wir mal, ob es wenigstens Pfifferlinge gibt. Ja, auch hier bei den Pfifferlingen nichts. Gar nichts. Nicht das kleinste Pilzlein. Noch nicht mal giftige, keine Täublinge, die sonst immer hier sind, auch wenn es nichts anderes gibt. Nichts. Oh, es regt sich etwas Leben. Schwefelköpfe kommen hier durch. Immerhin etwas. Trostlos, einfach nur trostlos. Ja, hier in einem Stuken finde ich sogar ein paar Stockschwämmchen. Aber wie ihr seht, könnt ihr die auch mit an einer Hand abzählen. 5 Stück. Hallimasch! Ich glaube es nicht, Hallimasch! Um nicht ganz leer auszugehen, werde ich den Hallimasch mitnehmen. Tue ich sonst nie. Ja, eine kleine Mahlzeit ist es, soll mir genügen. So, schade, aber hier im Sauerland, punkto Pilze, quasi Totentanz. Da war halt diese Stelle da mit ein bisschen Hallimasch, das war's. Sonst ist hier always dead trouser, wie der Brite sagt. Ach so, ja. Ich bin ja demnächst noch bei unserem Admin hier vom Pilze ohne Ende zu Gast. Ja, was hat er gesagt? Nimm ein großes Auto mit Anhänger. Bei uns kannst du eine Pilze mit der Sense mähen. Wisst ihr was? Da machen wir einen Film drüber. Hey Philipp, war natürlich Spaß. Steckt man nicht drin, ob man Pilze findet oder nicht. Also. So Leute, das war's. 2018, die Pilzsaison scheint gelaufen. Außer Hallimasch nichts gewesen. Man sieht auch keine Indikatorpilze oder sowas, dass man sagen könnte, ach, ist es noch Hoffnung. Ist nichts zu sehen. Es müsste jetzt noch ein Wunder passieren, dass es bis November, sagen wir mal, frostfrei bleibt. Könnte vielleicht noch was passieren. Aber der Hallimasch ist da, das ist immer so ein Jahresabschlusspilz. Von den anderen ist nichts zu sehen. Keine Hirschhörnchen auf den Stoken. Schlechtes Zeichen. Ja, also. Sagt dann triff, triff und
hoffen wir mal, dass die Wintersaison gut läuft oder 2019 ein gutes Pilzjahr wird.